GG, meine lieben Friends, und willkommen zu einem neuen Let's Talk mit den lieben Easy Yo. Freeze aus dem Show. Kühlschrank, unaufgewärmt. Heute ein deepes Thema, deep wie Deepfake. Das war so eine schlechte Das war richtig geil, Alter. Einladung. Richtig geil war Ein das, okay? deepes Thema. Ein deepes Thema wie Für manche schon, ja, für den Unge zum Deep. Beispiel schon. Für Unge was, aber Unge immer involviert. Ja, na klar. Also, Aber wir haben uns ja das Video angeschaut. Das Video verlinken wir euch natürlich dann auch in der in der Beschreibung. Beschreibung. Und wir haben es uns ja auch angeschaut. Marius hat ein Meisterwerk vollbracht, okay? Er hat ein Projekt, man kann sagen Projekt, Ja, schon, ja. auf die Beine gestellt, wo er sozusagen ein Deepfake erstellt hat von Unge, wo Unge ein Beefy ist, also Fleisch, ja? Und wie die Leute reacted haben darauf, war sehr, sehr fabulös. Es war Ja, sehr aber naja, lustig. ja, aber natürlich, da musst du bedenken, Unge ist ja ein großer YouTuber. Ja? Also Ja. ich mag ihn als Menschen so, ist er, finde ich, vollkommen okay. Sein Video, also sein Content ist mir halt einfach etwas langweilig, will ich sagen, weil allein nur die Reactions, das ist halt für mich, es gibt Teile, die schaue ich mir auch selber an, die finde ich halt auch lustig. Ja, so wie auch dieses andauernde Fehde zwischen ihm und Tanzverbot, ja. Das ist so eine Sache, die schaue ich mir hin und wieder mal gern an. Aber an sich jetzt, dass ich mich jetzt so verfolge und dass ich jetzt das Video sehe, was Das er rauf tut, Ding tue ich ist, nicht. hätte ich das Video gesehen, okay, hätte ich nicht geglaubt, dass es ein Fake ist, aber ich hätte nicht geglaubt, dass es Beef ist. Ja, ich hätte auch Ich geglaubt, hätte dass der gedacht, das Unge ist ist. vielleicht eine vegane Wurst oder keine Ahnung, was er da isst, Ja, okay? Ich hätte es einfach nicht geglaubt. ich hätte schon geglaubt, dass es der Unge ist, aber ich hätte nicht geglaubt, dass es eine wirkliche Beef Ja, ist. Das genau. hätte ich auch geglaubt, ja, das stimmt. Richtig. Es ist halt, aber es ist halt ziemlich Aber interessant. was Marius damit eigentlich erreichen wollte, ist das, was ich eigentlich, worüber ich eigentlich heute in dem Video reden will, weil ich glaube, das ist das, was nicht genug gepusht wird. Die eigentliche Idee dahinter. Okay? Wir spielen euch jetzt mal das Video ein, dann könnt ihr euch das anschauen und danach werde ich euch meine Reaction zu dem ganzen Thema zu Deepfakes geben. Internet, was geht? Ich bin Marius. Welcome back to this channel und willkommen zu diesem sehr, sehr besonderen Video. Und ja, Leute, dieses Video, wo Simon Unge, der Veganer Nummer 1, eine Beefy ist, ist fake. Das habe ich erstellt. Das Gesicht von Simon Unge ist in diesem Video zu keinem Zeitpunkt echt. Das funktioniert alles mit sogenannten Deepfakes. Video kann man von jedem von euch machen. Einfach so. Die Werkzeuge dafür gibt es kostenlos im Internet. Für jeden. Das Allergefährlichste an diesen Deepfakes ist, dass viele gar nicht wissen, dass sowas überhaupt möglich ist. Also, wie ihr seht in dem Video, Marius hat sich richtig Mühe gegeben, hat zwischendurch auch mal kurz an sich selber gezweifelt, weil das nicht so gut funktioniert hat mit der KI. Also, ihr seht, was wirklich möglich ist, okay? Ihr seht, was mit der heutigen Technologie möglich ist. Und sie haben nicht so viel Zeit damit, sie haben sicher viel Zeit investiert, okay? Aber ihr müsst euch vorstellen, es gibt Leute, die sich damit nur damit beschäftigen, okay? Viel mehr Zeit haben. Und was die alles manipulieren können, das wollt ihr gar nicht wissen, Leute, okay? Dass vielleicht ein Obama oder ein Angelo Merte ein Video macht, wo ihr denkt, es ist Angelo Merte, aber es ist eigentlich gar nicht Angelo Merte, sondern Antoine. Ha, Also, um es einfach auszudrücken, ihr wisst nicht, was abgeht, wenn ihr nicht vor Ort seid. Das heißt, es könnte zum Beispiel, es könnte auch im positiven Sinne verwendet werden. Zum Beispiel, dass ein Präsident eine Ansage macht an einem Ort, wo er vielleicht von irgendeinem Sniper abgeschossen werden könnte, okay, aber da eigentlich ein anderer Mensch steht oder eine Puppe steht mit einem Lautsprecher, okay, und das einfach nur mit einem Deepfake überarbeitet wird. Dass es so aussieht, wie wenn ein Präsident da stehen würde, okay? Ja, aber jetzt lass mal Revue passieren, die Geschichte. Wann haben Sie jemals sich darum gesorgt, dass irgendwer von denen nicht... Erschossen wird oder was? Ja. Nein, naja, das Ding ist halt, es ist meistens ein Twin, okay, vor Ort, der so ähnlich aussieht wie der Präsident. Aber eben mit so einem Deepfake, wie du siehst, wurde ja auch der Schauspieler für das Video, der Unge spielt, auch ein bisschen vorbereitet. Also sein Bart wurde gefärbt und so, dass das realer aussieht, ja. Aber natürlich kann man das dann auch besser faken, ja. Aber ich bin mir sicher, dass die Spezialisten das auch mit Natürlich, einem. wenn du jetzt davon ausgehst, dass es ein Staatsprojekt ist, die haben die Ressourcen und die Fähigkeiten dafür, das so zu machen, dass Ja. es noch realistischer Und ich ausschaut. glaube, der liebe Marius wollte damit einfach nur zeigen, dass ihr nicht jeden Shit glauben solltet, den ihr seht.
und dass Videos sehr leicht gefaked werden können, okay? Andererseits gibt es natürlich auch reale Videos, ja? Und das ist eben die Schwierigkeit zu vergleichen, was ist jetzt echt, was ist nicht echt, okay? Ja, für normalen Menschen ist es halt einfach schwer, weil er hat halt nicht die Fähigkeiten, jetzt die Pixel zu kontrollieren. Ja, eben, das ist die Schwierigkeit. Und viele Leute kannten ja das Deepfake nicht. Und Marius hat, indem er Unge genommen hat, okay, der viel Reichweite hat, es geschafft, viele Leute damit zu erreichen und ihnen zu zeigen, dass es Deepfake gibt. Ja, es ist auch so leicht zu täuschen. Ja, es gab ja auch viele Kommentare, die tatsächlich wussten, okay, es ist ein Deepfake, ja. Die haben es reingeschrieben und so weiter. Die kannten sowas, aber es gab ganz viele, die geschrieben haben, boah, Unge, dieser Hund und so weiter, weißt du. Und ich fand es auch cool, dass Rezo mitgespielt hat und so Unge hingestellt hat, wie wenn Unge ja. so der Bösewicht wäre, ja? Ja. Und es sozusagen ein Heuchler wäre, okay. Also sie haben es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das ist schon ich finde aber auch die Reaktionen sehr, sehr... Weil wenn der Unge jetzt Vegetarier wäre, also er ist Vegetarier, ja. Und wenn Veganer, er sich jetzt einfach... Veganer, ja, Entschuldigung. Und wenn er sich jetzt entschließt, einfach doch wieder Fleisch zu essen, aus welchem Grund auch immer, spielt das gar keine Rolle, würde ich jetzt auch ziemlich heuchlerisch von den Leuten finden, jetzt einfach reinzuschreiben, ah, du Heuchler, du bla bla. Ja, meine Güte, er hat sich auch entschieden, von Fleisch mit Fleisch aufzuhören, um Veganer zu werden. Es ist immerhin seine Entscheidung, sagen wir mal so. Natürlich. Es wäre seine Entscheidung. Ich kann es mir zwar bei Unge nicht vorstellen. Ja, ich auch nicht, aber ich sage nur, er war ja Veganer bis dahin. Er hat ja nicht geheuchelt, der hat ja nichts gemacht, dass du sagst, hey, aber er hat es halt dem Punkt einfach, und das wird er wahrscheinlich seiner Community auch mitteilen, dass er ab jetzt wieder Fleisch isst, weil er halt einfach, keine Ahnung, es kann... Ja. Der Grund spielt jetzt keine Rolle, aber er sagt dann einfach so, ab heute esse ich wieder Fleisch. Wenn ihm dann Leute einfach entfolgen oder ihn beschimpfen oder sonst irgendwas, würde ich das auch ziemlich arsch finden. Es haben ihn sicher viele entfolgt, ja. Genauso wie viele Nico entfolgt haben mit dem Baby-Delfin-Essen-Video. Ja, aber das wollte ich auch noch reden, genau. Also es ist auch genau so etwas. Die machen sozusagen diesen Schockeffekt, okay, damit alle Leute sich das anschauen. Alle Leute schauen sich das an, alle reacten, alle sagen, boah, schau dir das an, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Um viele Leute zu erreichen, und dann kommt das Reveal-Video, wo sie dann eigentlich sagen, warum sie das gemacht haben. Und ich finde das eine richtig gute Idee, so dieser Schockmoment, diesen Schockmoment kurz ein, zwei Tage oder ein Tag oder ein paar Stunden stehen zu lassen und es dann zu erklären, okay? Ja. Damit es so viele Leute wie möglich hat. Ja, klar, weil man dann ja auch in dem Moment ist und einfach selber nicht als Zuschauer versteht, ist jetzt real oder nicht, weil er gibt kein Statement dazu ab. Ja. Und sonst findest du halt auch nichts, was dagegen spricht. Ich finde das generell das Video wirklich sehr gut gemacht. Ich finde die Idee auch richtig geil. Ja, du musst mal auf sowas kommen. Ja, du musst mal auf sowas kommen, krass. Dass du halt wirklich die Reichweite von einem YouTuber nimmst oder dessen Reichweite das nimmst. Nutzt, um sozusagen den Leuten etwas zu zeigen, was sie nicht kennen. Ja, das ist sehr interessant, das finde ich. Wie gesagt, also Deepfakes können in einer gefährlichen Art und Weise verwendet werden. Sie können ihn in einer positiven Art und Weise verwendet können, ja. Aber man muss eben wissen, dass es so etwas gibt. Und es ist wichtig, dass die Leute wissen, dass es so etwas gibt. Denn so können sie nicht so oft getäuscht werden, wie wenn sie es nicht wissen. Okay, wenn du jetzt nicht weißt, dass es Deepfakes gibt, okay, und du siehst jetzt, Obama spricht da etwas und es ergibt überhaupt keinen Sinn, okay, und du verurteilst diese Person, weil du es nicht weißt, okay. Aber wenn du es weißt, denkst du zweimal nach, okay, aber das könnte auch Fake sein, weißt du. Es ist schon wichtig, diese Message an die Leute zu senden. Und deswegen machen wir auch dieses Video hier, damit wir sozusagen nochmal detailliert beschreiben, was die Idee oder was vielleicht die Idee war hinter Marius, seinem Projekt, und das nochmal genauer zu schildern, diese Intention, die vielleicht im ersten Moment gar nicht so rüberkam oder eher so vielleicht als Spaß rüberkam, aber es ist eigentlich ein ernstes Thema und es ist wichtig, ja, es ist wirklich wichtig, auch Leute, die nicht im Internet sind, ältere Leute, ja, die sich Fernsehen anschauen, ja, die sich überhaupt nicht auskennen, die sehen da so etwas, okay, keine Ahnung. Heutzutage wird uroft in Nachrichten, werden YouTube-Videos gezeigt. Ja, es ist wirklich wichtig. So hätte derjenige hat, weil die meisten nehmen es halt auf und laden es auf den YouTube-Account hoch. Ja, ne? Ja. Früher war es so, du hast was gefilmt und wenn es was Außergewöhnliches war, hast den Film an die Zeitung verkauft. Genau. Ja? Heute ladst du es auf YouTube hoch. Richtig. Und von der Quelle nehmen auch halt manche Nachrichten wirklich die Videos und zeigen sie dann. Und die alten oder älteren Menschen sehen das. Und wie du gesagt hast, verurteilen es gleich, ohne überhaupt einmal zu wissen, ob das real ist oder nicht. Genau, und spreaden dann auch natürlich die Vorurteile. Sie sagen das dann, hey, du, hast du das gesehen? Ich habe das jetzt in Nachrichten gesehen, der und der hat das gesagt und so weiter. Ja? Mhm. Man kann nicht alles immer glauben und
man sollte auch nicht alles glauben. Vieles wird vertuscht, vieles wird verheimlicht, vieles wird gefaked. Und mit diesem Video hat man es bewiesen, wie einfach man etwas faken kann und wie einfach man Leuten etwas eintrichtern kann. Das wollten wir euch jetzt nochmal Revue passieren lassen, nochmal detailliert beschreiben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bitte lasst ein Abo bei Marius da, falls ihr es noch nicht getan habt. Liked sein Video, weil es ist ein klasse Projekt.